Was geht? Ich habe mir gerade NBA 2K25 vorbestellt und warte jetzt die nächsten 2 Tage und 15 Stunden und 47 Minuten und 45 Sekunden darauf, dass es endlich losgehen kann am Mittwoch, wenn ich von der Arbeit komme. Hab schon richtig Bock. Aber ich möchte erstmal darüber sprechen, warum habe ich überhaupt so Bock? Was sind 5 Punkte, auf die ich mich riesig freue in NBA 2K25 und speziell in NBA 2K25 My Team, weil wir sind ja doch schon eher ein My Team-Kanal, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und deswegen gehen wir rein in 5 Gründe, warum sich NBA 2K25 wahrscheinlich besser anfühlen wird als 2K24. Let's go. Punkt Nummer 1, und das ist der allergrößte Punkt und den wird jeder nennen und das ist der offensichtlichste Punkt, ist: Das Auktionshaus ist zurück. Wir können endlich wieder Spieler kaufen, Spieler verkaufen, Spieler günstig einkaufen, Spieler teurer verkaufen. Wir können hoffentlich, das steht noch nicht fest, mit Special Inserts und so weiter, ist das, was letztes Jahr passiert wird, ein ganz, ganz großes Loch in meinem Herzen. Hoffentlich können wir auch jeden Spieler wieder im Auktionshaus bekommen. Hoffentlich gibt es keine Einschränkungen von Spielern, die im Auktionshaus zu haben sind. Das darf nicht passieren. Wenn es passiert, dann bin ich traurig. Aber wir müssen damit rechnen, dass es passieren kann. Deswegen bin ich da noch vorsichtig. Aber Auktionshaus ist zurück. Das ist mein Nummer 1 Grund, warum NBA 2K25 besser wird als 2K24. Für die Online-Spieler, für die MyTeam-Spieler. Und da ist ja natürlich auch das Snipen dabei. Ja. Wie geil ist das Gefühl, wenn man es dann schafft, irgendwie einen Spieler, der eigentlich 100.000 kostet oder mehr, für 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 oder vielleicht sogar für 10.000 zu bekommen und ihn dann in seinem Team zu haben, obwohl man eigentlich noch stundenlang sparen müsste, wochenlang sparen müsste oder Packluck des Todes haben müsste. Das ist einfach nur geil und das hat MyTeam im letzten Jahr komplett gefehlt. Ganze Kanäle waren darauf aufgebaut. Die feiern jetzt hoffentlich wieder ihr Comeback. Und auch ich werde Sniping-Videos bringen, beziehungsweise Auktionshaus-Videos bringen. Darauf freue ich mich schon riesig, weil das hat mir auch sehr gefehlt. Punkt Nummer 2 ist, dass einfach MyTeam wieder zurückgesetzt wird. Jeder kennt es, der den MyTeam-Cycle mitmacht. Wir starten ganz normal, die Spieler steigern sich, die Spieler werden immer besser. Die Spieler an den Controllern, also wir, die Community, finden mehr über das Spiel hier raus. Das Spiel wird unrealistischer. Am Ende hat jede Karte 99, jede Plaketten. Und am Ende spielt jeder nur noch mit Wembanyama, Yao Ming und so weiter und so fort. Taco Fall ist der beste Spieler im Game gefühlt. Das hat alles mit echtem NBA-Basketball nichts mehr zu tun. Und das ist ein Punkt, der mich richtig freut, dass das Spiel, der Modus, der wird einfach mal wieder zurückgesetzt. Die Spieler sind wieder näher an ihren echten Fähigkeiten dran. Ein Giannis Antetokounmpo trifft nicht mehr jeden Dreier. Ein Shaquille O'Neal trifft nicht mehr jeden Freiwurf. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ein Will Chamberlain kann kein Dreier werfen. Ja. Würfe aus der Bewegung, Dreier aus der Bewegung sind nicht mehr jede drin, auch wenn sie frei sind. Das freut mich. Man muss wieder ein bisschen mehr nach den Fähigkeiten von den Spielern gucken. Man muss im Teambuilding wieder ein bisschen schlauer sein. Die letzten Wochen war scheißegal, wer gespielt hat. Es ging nur noch darum, wer hat den größten Körper, wer hat die besten Animationen. Animationen waren bei den besten Karten eh alle gleich. Es hat einfach keinen Bock mehr gemacht. Und ich glaube, das habt ihr auch so ein bisschen gemerkt an mir und an der Community generell. Es kamen weniger Videos zu meinem Team. Wenn es nicht so wäre, dann würde man vielleicht noch ein bisschen mehr auf Social Media zu dem Spiel sehen, aber ja, ich finde immer, das macht das Spiel so ein bisschen kaputt, out of position, wenn dann Yao Ming Point Guard spielen kann, das ist auch noch so eine Sache, aber darüber will ich gar nicht reden, das war dieses Jahr schon besser als in den Jahren davor, deswegen kein großer Punkt für mich, aber ja, Teambuilding ist wieder taktischer, generell das Spielen ist auch wieder taktischer, du kannst nicht mehr alles machen. Finde ich mega gut, freut mich sehr. Punkt Nummer 3 ist für mich generell, dass das Spiel wieder lebendiger wird. In NBA 2K24, genauso wie in NBA 2K23, 2K22, am Ende ist das Spiel immer ziemlich tot. Und genauso geht es auch der Community. Es bleibt nur noch ein harter Kern, den ich sehr schätze. Aber ich freue mich auch immer, wenn wieder Leute zurückkommen, wenn neue Leute dazukommen, wenn nicht nur mehr Leute mir zugucken, sondern wenn einfach auch generell das Interesse für das Spiel größer ist, weil dann spielt es sich auch easier, spielt sich besser, wenn mehr Leute dabei sind, wenn man nicht schon jeden kennt, gegen den man online spielt. Das ist wirklich ein Punkt, auf den ich mich sehr freue. Neue Gesichter, neue Gegner und alle Leute, die schon mal da waren und wieder zurückkommen. Die Community lebt wieder. Punkt Nummer 4 hat auch was mit dem Auktionshaus zu tun, aber ich habe ihn im Gegensatz zum Sniping doch als separaten Punkt.
weil es ist nicht das Auktionshaus, sondern es ist ein Versprechen von 2K, bei dem ich sehr hoffe, dass sie es einhalten werden. NBA 2K, 2K als Firma, hat versprochen, hat angekündigt, dass sie die Cheater im Auktionshaus so hart bestrafen wollen, dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt, zu cheaten, MTs zu kaufen im Mighty-Modus. Ich hoffe, dass es wirklich eingehalten wird. Ich hoffe, dass das System funktioniert, was diese ganzen Cheating-Vorgänge erkennen soll. Das ist mein Punkt Nummer 4, dass Cheater im Auktionshaus, Cheater in NBA 2K My Team hoffentlich, wahrscheinlich ein schweres Leben haben werden. Bitte kauft keine MTs, sonst mag ich euch nicht mehr. Nein, Spaß. Aber kauft keine MTs. Geht das Risiko wirklich nicht ein. Wartet zumindest und guckt, was passiert. Was macht 2K wirklich mit den Leuten, die kaufen? Ja, gibt es direkt 30-Tage-Bann? Gibt es 7-Tage-Bann? Gibt es 14-Tage-Bann? Gibt es direkt einen Perma-Bann? Checkt es erstmal ab. Lasst erstmal andere Leute den Fehler machen. Es wird genug Dummköpfe geben. Ja, ich mache sowieso nicht. Deswegen, ich hoffe auf harte Strafen. Ja, das ist ein kontroverses Thema. Als letztes Jahr die Bannwelle gab, da gab es einige Leute, die sich in den Haaren hatten. Ja, Cheater, nicht Cheater. Schreibt mir in die Kommentare, auf welcher Seite ihr seid. Ich finde, MTs kaufen hat das Spiel komplett kaputt gemacht. Und das darf es eigentlich nicht nochmal geben. Und mein Punkt Nummer 5 geht nochmal zurück zum echten Spiel, zu dem, was da dann passieren wird. Und zwar, ich freue mich riesig auf den neuen Modus, der Unlimited ersetzen soll, und zwar Showdown. Showdown mit seinem Ligensystem, Showdown mit der Rangliste zwischen allen Spielern, die in Liga 1 sind und dann gegeneinander spielen. Ich freue mich darauf. Erstmal, dass Unlimited weg ist. Unlimited hat irgendwie komplett mal einen neuen Anstrich gebraucht. Jetzt ist es weg. Es gibt einen neuen Modus namens Showdown mit dem Ligensystem. Ich bin gespannt, wie das aufgebaut sein wird. Ich hoffe, dass die Belohnungen gut sein werden. Ich freue mich darauf, dann irgendwann in Liga 1 zu sein und dann zu gucken, wie hoch kann ich in dieser Rangliste kommen, weil das ist seit langem endlich mal wieder eine echte Rangliste, wie ich sie mir schon seit Jahren gewünscht habe, schon in der Zeit, wo ich noch gut genug war, mit einer Rangliste weit oben zu sein, aber die Zeiten sind leider vorbei. Trotzdem, diese Rangliste, wo nur die Spiele zählen, wo Liga 1 gegen Liga 1 spielt, ist was komplett anderes und was viel echteres als das, was wir bisher gesehen haben, weil die Rangliste, die dieses Jahr und ich glaube im letzten Jahr auch schon drin war, ist absoluter Quatsch. Da sind Cheater weit vorne und da sind Leute drin vorne, die einfach nur viel zu viel Zeit zum Spielen haben, weil da kommt es gar nicht drauf an, ob du gewinnst oder verlierst, weil du bekommst ja für Siege und Niederlagen Punkte. Du musst nur genug Spiele machen, um genug Punkte zu machen, um dann weit oben in dieser Rangliste zu sein. Da sind Leute mit 52% Siegquote irgendwie in den Top 10. Wo ist der Top 10? Top 10 arbeitslos, ja? Das macht keinen Sinn. Das ist keine Rangliste. Deswegen, die neue Rangliste mit dem neuen Modus Showdown ist absolut geil. Das Einzige, was mich stört bei Showdown in Verbindung, ist der Wochenendmodus, der King of the Court. Da müssen sich die Zeiten oder nochmal das System bei der Zeit ändern, weil die 4 Stunden zu dem Zeitpunkt, da bin ich nie da, da habe ich nie Zeit, das werde ich nie machen können, außer es ist mal eine Ausnahmesituation und es geht bestimmt noch ganz vielen anderen Leuten so. Da muss ich was tun, spätestens zu Season 2, sonst ist dieser Modus komplett für die Katze. Aber Showdown, das, worum es hier hauptsächlich geht, das, was am meisten gespielt wird, das wird, glaube ich, echt cool. Es müssen die Rewards, die Belohnungen, die müssen gut sein. Aber ansonsten das Konzept, das gefällt mir richtig gut und darauf freue ich mich riesig in NBA 2K25. Ja, worauf freut ihr euch noch in NBA 2K25? Falls ich irgendwas vergessen habe oder falls ihr Punkte habt, wo ihr sagt, nee, das hast du nicht genannt, darauf freue ich mich aber am meisten, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Like das Video, schaut in die Videobeschreibung für das Instant Gaming Gewinnspiel und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus.